Ich werde diese Ausschnitte, diese Stücke mit der Tischkreissäge raussägen. Dafür müssen wir natürlich das Sägeblatt so weit hochfahren, bis zu dieser oberen Linie. Und dann fahren wir quasi innerhalb der Linie, setzen wir das Sägeblatt an. Und dann werde ich das mit einer Einhandzwinge festklemmen. Nachdem wir hier die Bestandteile für die Schublade haben, die Schublade wird natürlich nicht so hoch, die wird ein bisschen gekürzt. Da hatten wir uns eine Markierung gemacht, ich glaube 160 mm. 160 mm. Allerdings werde ich noch eine Nut reinsetzen für die Bodenplatte. Die Bodenplatte hat auch dieselbe Stärke, 15 mm. Okay, dann stelle ich meine Tischkreissäge ein und dann kann es losgehen. Die Nut, die wird 8 mm tief, das stellen wir uns ein. Jetzt werden wir gucken, wo wir die Nut am besten hinmachen. Und zwar kommt die, ja, ich lasse hier mal so einen Abstand von ungefähr 1 cm. 1 cm. Und von hier aus wird dann die Nut sein. Schauen wir mal, kontrollieren, ob das auch 18 sind. Ja. So. Jetzt gehen wir 8 mm, nee, nicht 8 mm, sondern 18 mm hier rein. Dafür habe ich das andere Brett mit der Markierung. Und zwar das hier, das überprüfe ich jetzt einmal. Mit dem Sägezahn. Das passt genau. Das passt ganz genau. Passt das ganz perfekt rein. Und dann füllen wir das schön mit Leim auf. Zack, zack, zack. Dann werden wir gleich werden wir das Ganze schön verpinseln. Übrigens, das ist so ein wasserfester Leim. Den habe ich, glaube ich, auch in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr wissen wollt, welcher Leim das ist. Dann werden wir hier das Ganze an der
Stirnkante noch mal zusätzlich verleimen. So, da 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 da. Erstmal nur dran. Gut. Damit das hier schön dicht ist. So, einmal da festziehen. Hier festziehen. Winkel überprüfen. Nicht so extrem festgezogen werden. So. Habe ich das Teil, den Tisch schon mal hier aufgelegt, und zwar ist das die Frontseite, da wo die Schublade hinkommt, und da möchte ich jetzt mal den Abstand ermitteln. Oben wollen wir ein bisschen Luft haben, also 3 mm oder was ist das jetzt, sind das 3 mm, genau 3 mm, und dann werde ich einfach mir mal eine Linie anzeichnen, wo die zugesägten Leisten, und zwar die hier, die werde ich dann so hier dran schrauben, so dass das Ganze dann, also wie gesagt, von hier dran schrauben, und dann läuft die Schublade auf diesen Leisten drauf. So, ja. Hier habe ich einmal eine Markierung, eine Linie, und unten. Setzen wir die Mitte an. Zack, zack. Okay, jetzt möchte ich euch mal kurz was zeigen. Da habe ich mir auch mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und zwar, wenn wir jetzt hier die Schublade reinschieben, stellen wir uns mal vor, das wäre der Boden von der Schublade. Wenn wir die Schublade mal abnehmen müssen und wieder reinschieben müssen, dann würden wir immer wieder hier gegenstoßen. Das heißt, ich werde hier an der oberen Seite hier so eine, ja, ich sag mal so leicht, so eine Schräge reinschneiden und das ein bisschen abrunden quasi, damit man beim Reinschieben der Schublade nicht immer wieder gegen die Kante stößt. Das werde ich jetzt auch noch machen. Perfekt, weil das ist jetzt hier an der Seite Luft hat, das ist ja gewollt. Kommen wir jetzt zu der Frontblende, zu der Blende. Das Spaltmaß gefällt mir so. Dann würde ich das erstmal so festhalten. Gleichmäßig, ja. Mit einer Schraube habe ich das schon mal festgemacht. So. Jetzt nehmen wir mal die Zwinge ab.
schauen uns das mal an. Das ist eigentlich auch wirklich oben wie an den Seiten auch gleichmäßig. Zack, 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 zack. Das gefällt mir ziemlich gut. Ich habe mich jetzt fürs Streichen, Weißstreichen entschieden. Und zwar gestrichen wird nur das Grundgerüst sozusagen, das Gestell. Und dazu habe ich mir jetzt hier die Farbe und den Pinsel vorbereitet. So, dann ist das nämlich schön sauber. Machen wir hier noch etwas breiter, falls es tropfen sollte oder überlaufen sollte, wie auch immer. Dann haben wir das ein bisschen sicherer. Das mache ich jetzt mit allen vier Beinen oder an vier Ecken. Und dann geht's weiter. Ich habe mir jetzt hier mal die verschiedenen Öle oder Lasur. Das ist hier Öl, das ist Öl, das ist eine Innenlasur. Dann haben wir hier eine Wachslasur. Hier haben wir Nussbaum und hier haben wir wieder von Clou das Holzöl rotbraun. Also das hier ähnelt sich ziemlich, aber dass das jetzt Öl ist und das eine Wachslasur ist, das ist der einzige Unterschied. Aber vom Farbton her ähneln sie sich. Das ist so ein Nussbaumton, das ist schon etwas dunkler. So, und auch hier haben wir wieder, schaut mal her, das ist ähnlich wie das hier. Das eine ist halt Öl oder ja, Holzöl, das andere ist eine Lasur. Hier haben wir auf der rechten Seite haben wir hier diesen Mahagoni-Ton, das ist so ein bisschen rötlich. Hier haben wir den Nussbaumton. Als nächstes haben wir hier den Rotbraunton, die Wachslasur. Das ist etwas heller. Der Ton ähnelt dem hier, ist ein Ticken dunkler, aber auch hier haben wir diese dunklen Verfärbungen. Ich werde die Wachslasur nehmen. Die Entscheidung ist getroffen. Dann mal los. Seht ihr, das ist so, das Zeug ist nicht alt, das Zeug ist so. Ja, das ist so, ja, das ist wie so Gel. Gut, dass ich das vorher ausprobiert habe. Weil sonst hätte ich schnell einen Fehler gemacht. Ich merke auch, das zieht schnell ein. Und machen wir das am besten schön gleichmäßig, sonst bleiben da irgendwelche Spuren. Naja, sind Spuren zu sehen und das wollen wir nicht. Wow, ich bin echt überrascht. Dann gehen wir mal über den Rand. Wie gesagt, das wirkt als erstes ziemlich dunkel und dann wird es heller. So eine richtig komische Pampe ist das. Das ist so schön einreiben. Dass das so kippelt, liegt am Boden und nicht am Tisch selber. Eine schöne, saubere
runde, glänzende Kante. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussehen würde, wenn ich den da dran mache. Ja, der sieht, wird nicht schlecht aussehen, oder? Machen wir mal die erste Bohrung hier rein. Ich mache das mal mit der einen Seite erst. 19, 18, 19. Und dann gehen wir hier mit dem Forstnerbohrer genau in das Loch rein. Mit der Zentrierspitze. Nicht zu tief, naja, ist die Schraube nämlich zu lang. Von der anderen Seite sollte jetzt die Schraube problemlos durchkommen. Ja, genau. Passt. Sieht auch meiner Meinung nach gut aus. Das sieht echt schön aus. Wahnsinn.